Wie können Sie Vereine wie Viadukt e.V. bei der Aufrechterhaltung Ihrer Arbeit mit den Klientinnen und Klienten unterstützen und Bedingungen schaffen, um soziale Isolation zu vermeiden? Als Abgeordnete möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Informationspolitik zwischen den Ministerien und den Einrichtungen klarer und eindeutiger abläuft, bei den Vereinen auch ankommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Fachkräfte eines Vereins, welche schließen müssen, das gibt es ja auch leider, müssen auf die anderen Vereine, die noch offen bleiben, umdisponiert werden, damit eben die Fachkräfte dort nicht leer stehen und anderen Vereinen so weiterhin bestmöglich die Unterstützung gewährleistet werden kann. Weil die Ressourcen und die Fachkräfte müssen wir nutzen und da sehe ich die Möglichkeit darin. Die Anerkennung weiterhin der Sozialarbeiterinnen und Arbeiter und die Fachkräfte in der Psychiatrie müssen wir stets auf politische Agenden setzen. Das ist ganz klar, um auf die Aufmerksamkeit für die Einrichtungen, die so wertvoll sind und wichtig sind für unsere Gesellschaft, zu lenken und auch dies wertzuschätzen. Was können Sie als Abgeordnete im Landtag dazu beitragen, dass der Beruf und das Studium der Sozialpädagogik und der sozialen Arbeit wieder und vor allem auch für Männer attraktiver wird? Als Abgeordnete möchte ich mich dafür einsetzen und stark machen, dass die Frage der Bezahlung und der Lohnsteigerung in diesen Berufen konsequent verfolgt wird. Die Bezahlung muss mit den Anforderungen übereinstimmen. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, wenn es um die Arbeit am Menschen, mit den Menschen und für Menschen ist. Und was auch wichtig ist, dass die duale Hochschule in der sozialen Ausbildung attraktiver werden muss und die Anreize auch dafür geschaffen werden müssen, damit eben viel mehr diese Berufe erlernen. Und die Arbeitszeiten müssen den Anforderungen und den Belastungssituationen für die Fachkräfte verbessert und auch angepasst werden. Seit einigen Jahren bietet Viadukt für psychisch erkrankte Eltern und ihre Kinder Hilfe in Form einer Eltern-Kind-Gruppe an. Was können Sie tun, um die Finanzierung solcher Projekte zu unterstützen und sicherzustellen? Da möchte ich mich ganz stark dafür einsetzen, dass das, was im Landespsychiatriegesetz explizit drinsteht, nämlich, dass man auf die Kinder von psychisch erkrankten Eltern ein besonderes Augenmerk richten soll, auch zum Tragen kommt und klar ist, wer und wie es auch finanziell umgesetzt wird, werden soll, dass man das auch dann nochmal ganz klar nochmal definiert und man weiß, wer setzt jetzt wie was um und wer ist dafür finanziell einfach zuständig. Und die Festlegung, was im Landespsychiatriegesetz drinsteht, ist aber das eine und das andere ist aber die Umsetzung. Wie gesagt, es legt zwar konkrete Regeln vor, wie vor Ort dies aber umgesetzt werden muss und wer die Regelfinanzierung über das Land übernimmt oder ob das Land das übernimmt, das muss natürlich nochmal klar definiert werden. Und als Abgeordnete möchte ich mich dafür einsetzen, dass gesetzlich und verbindlich eine Regelung für die Finanzierung wie auch die Betreuung bestimmt wird und das Land sich unter Umständen auch, wenn es denn möglich ist, dafür werde ich mich stark machen, in die Finanzierung auch mit beteiligt. Kinder von psychisch kranken Eltern dürfen nicht alleine gelassen werden. Dafür werde ich mich stark machen. Das ist mir sehr wichtig.